Ich war Mitbegründer der Sektion Netzwerkforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und wir haben zu der Zeit, als wir das gegründet hatten, uns überlegt, eigentlich passt es gar nicht so richtig allein in die Soziologie, weil das ein interdisziplinäres Projekt ist, an dem ganz viele Fächer beteiligt sind. Und wir bräuchten eigentlich eine Plattform, auf der wir verschiedene Disziplinen zusammenbringen. Und wenn wir das in der Soziologie alleine machen, dann sagen andere Fächer, ja, wir gehen ja nicht zu den Soziologen. Also wir brauchen etwas anderes, etwas, wo wir uns treffen können, quasi fächerneutral. Und kam der Kontakt zustande, weil ich habe gefragt, ob wir hier eine Möglichkeit hätten, eine Tagung zu veranstalten, zusammen mit der Schader Stiftung. Und das hat prima geklappt. Und jetzt haben wir demnächst noch eine Tagung und wollen sogar eine Gesellschaft gründen für Netzwerkforschung, die interdisziplinär sein soll. Das, was mich am meisten interessiert, ist eigentlich die Frage, wie entsteht Kultur und wie entsteht Kultur jetzt nicht nur analog, sondern auch digital. Was wir sehen, ist eigentlich, dass die Kulturentwicklung dort in eine Richtung läuft, die sehr wenig Pluralität zulässt, zumindest in einigen Bereichen. Es wird explizit abgewürgt. Und wir kommen dann also so in sowas, was wurde heute Morgen ja schon mal genannt, Filterblasen oder so Echokammer oder so, dass man also da nicht mehr rauskommt. Das wäre eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist die, wir haben dadurch, dass sehr viele Daten gesammelt werden, besteht natürlich die Gefahr, dass diese Daten auch genutzt werden für Dinge, die nicht sinnvoll sind, die Freiheit einschränken. Aber es ist ja nicht nur, dass die Daten genutzt werden und die Freiheit eingeschränkt wird, sondern es führt dazu, dass die beteiligten Leute sich selber zensieren, nicht mehr alles, was sie wollen, schreiben auf Facebook, weil sie die Befürchtung haben, jemand anders liest es und es hat negative Konsequenzen. Naja gut, noch, also wir sind ja mit der Netzwerkforschung, mit der Schader Stiftung total zufrieden und finden das ganz toll, was wir hier zusammen anstellen können und diese Unterstützung, die ja nicht nur eine Unterstützung ist hinsichtlich dessen, dass die Räume zur Verfügung gestellt werden, sondern die Schader Stiftung und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind richtige Dialogpartner, mit denen wir bestimmte Dinge entwickeln, die uns dabei helfen, als jemand, mit dem man sich auseinandersetzen kann in dieser Richtung. Und also für uns ist es, also ich weiß nicht, wo wir stehen würden bei diesem Projekt interdisziplinäre Netzwerkforschung und die Schader Stiftung. Ich glaube nicht, dass wir so weit wären.